einer der besten Regisseure unserer heutigen Zeit und er beeindruckt vor allem mit seiner Bildsprache, der Wahl der Musik und mit der Spannung, die er auf die Leinwand bringt. Sein letzter Film Blade Runner 2049 konnte insgesamt 2 Oscars gewinnen und ich persönlich finde es eine Schande, dass er nicht einmal für die beste Regie nominiert wurde. Aus diesen Gründen wollte ich unbedingt mal eine Top-Liste machen zu seinen Filmen, die ich nach meiner Präferenz ordne. Seinen Film Enemy habe ich leider noch nicht gesehen, aber genug damit, kommen wir jetzt mal zu Platz 4. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Über Arrival habe ich schon in unserem Plotfest-Video drüber geredet. Da dieses Video hier aber spoilerlos bleiben soll, kann ich nicht genau sagen, was mich an dem Film stört, aber ich kann sagen, dass ich das Ende sehr konstruiert finde. Das ist aber echt Meckern auf dem allerhöchsten Niveau, da mir der Rest einfach unglaublich gut gefällt. Falls ihr nicht wisst, was Arrival ist und was da die Handlung ist, werde ich euch das kurz beschreiben. Also es kommt ein Raumschiff auf die Erde, das aussieht wie ein Ei und die exzellente Amy Adams wird gebeten, herauszufinden, ob die Aliens aus Frieden kommen oder ob sie Krieg wollen. Also wie schon gesagt, wenn ihr intelligenten Sci-Fi sehen wollt, der mit brachialer Musik, unglaublichen Bildern und tollen Schauspielern punktet, dann solltet ihr Arrival unbedingt gucken. Ich werde ihre Töchter finden. Zeig mir deine Hände, sofort! Runter mit dir! Hast du die Mädchen irgendwo versteckt, Alex? Nein. Doch, ich weiß das ganz genau. Kommen wir zum nächsten Film. Und da musste ich lange überlegen, ob ich ihn vor oder hinter Arrival platziere. Prisoners ist ein Psychothriller und der Film handelt von Kindesentführung. Schauspielerisch ist auch dort wieder nur das Beste vom Besten vorhanden. Jack Gyllenhaal, Hugh Jackman, Paul Dano und Viola Davis sind einfach unglaubliche Schauspieler, die eine Intensität in die Rollen bringen, welche atemberaubend ist. Gerade Hugh Jackman spielt seine Rolle als Familienvater so glaubwürdig, dass man einfach nur gefesselt vor dem Fernseher sitzt. Auch gibt es nur wenig Filme, die es schaffen, so eine Spannung aufzubauen. Aber am Ende werden sie es verstehen. Verdächtiges Fahrzeug, linke Fahrspur. Fahrzeug bestätigt auf 9 Uhr. Ziehen Sie Ihre Waffe. Der nächste Film bekommt dieses Jahr eine Fortsetzung. Und welcher ist es? Natürlich ist es Sicario. Sicario handelt von Drogenkrieg in Mexiko. Aber so realistisch wie nur selten zuvor gesehen. Sicario kriegt es doch einfach hin, die Adern gefrieren zu lassen. Es gibt eine Szene mit einem Konvoi, die einfach unglaublich spannend ist. Und die Musik ist von Johan Johansson, der leider viel zu früh verstorben ist. Und genau das mit den Bildern von Roger Deakins im Zusammenspiel macht Sicario zu einem Meisterwerk. Emily Blunt, Josh Brolin und Benicio del Toro sind auch einfach fantastische Schauspieler, die in ihren Rollen überzeugen können. Und auch das Ende ist kein 0815 Hollywood-Rotz, sondern bedrückend und auch einfach perfekt für diesen Film. Und deswegen habe ich auch lange gedacht, dass man einfach Sicario nicht toppen kann. Einfach weil dieser Film so gut ist und ich habe schon sehr, sehr, sehr häufig gesagt in diesem, nicht nur in diesem Video, sondern jetzt auch bei Sicario, auch einfach weil er so spannend ist. Und deswegen hätte ich nicht gedacht, dass unsere Nummer 1 diesen Film toppen kann. Ich muss jetzt gehen. Ich komme mit dir. Wo steckt er? Ich habe letztens noch mal den originalen Blade Runner geguckt und muss sagen, dass meine Kritik verdammt, sie ist verdammt veraltet. Und da muss ich einfach sagen, manche Filme muss man zweimal sehen, um ihre Intelligenz zu sehen, okay? Also, ich muss sagen, Blade Runner ist ein Meisterwerk. Ist atemberaubend und gehört jetzt auch zu meinem Lieblingsfilm, nachdem ich ihn halt noch einmal gucken musste. Aber Blade Runner ist toll. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Und diese Kritik sollte einfach aus euren Köpfen verschwinden. Wie Tränen im Regen. Also war ich mega gespannt auf Blade Runner 2049 und was da auf die Leinwand geliefert wurde, das ist einfach nur atemberaubend. Das liegt vor allem an der langen Laufzeit, welche mir überhaupt nicht lang vorkam. Ich meine, 160 Minuten ist einiges.
Und ich muss sagen, es muss erstmal ein Film schaffen, mich so zu unterhalten, dass ich nicht einmal denke, ja, könnte ein bisschen kürzer sein. Aber der Film hat mich wirklich durchgehend unterhalten und mir war nicht eine Sekunde langweilig. Das liegt zum einen natürlich an der grandiosen Musik von Hans Zimmer zum großen Teil und natürlich an den Bildern von Roger Deakins. Ich glaube, Roger Deakins ist einfach ein Visionär in seiner Arbeit. Das ist ein klasse Kameramann und was er da mit Blade Runner abgeliefert hat, einfach atemberaubend und der Oscar ist ja sowas von verdient. Was ich aber auch durchaus interessant finde, ich meine, wenn ihr Blade Runner geguckt habt, Blade Runner ist ein ziemlich philosophischer Film. Also praktisch das, was Ridley Scott momentan mit seinem Alien haben möchte. Was Philosophisches und das hat Blade Runner einfach sehr. Und ich finde, die Idee von Blade Runner spinnt einfach Denis Villeneuve noch weiter. Ja, sogar ziemlich viel weiter, finde ich sogar. Und genau das macht halt auch dieses Interessante auch aus. Blade Runner 2049 ist einfach ein Meisterwerk. Es ist überdurchschnittlich intelligenter Sci-Fi, der vermutlich noch nie so gut aussah. Ich meine, die Effekte, die sind auch einfach atemberaubend. Also wenn ihr den Trailer gesehen habt, könnt ihr das ja sicherlich schon einschätzen. Auch die Schauspieler, alle grandios. Ich meine, Ryan Gosling macht das super. Auch Dave Bautista oder Jared Leto sind einfach klasse Schauspieler. Und ja, was will man da noch groß sagen? Blade Runner 2049 ist für mich einfach ein perfekter Film. Nämlich hat er keinen blassen Antagonist, eine fesselnde Story, eine super Liebesgeschichte meiner Meinung nach, eine lebendige Kamera und. Nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich mir schon wieder gedacht, hey, wie will Denis Villeneuve das jemals toppen? Und dann ist mir eingefallen, der macht ja eine Dune-Verfilmung und da könnte was Krasses kommen. Ehrlich. Naja, bis zum nächsten Video und ciao!